Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks zur Replay-Ausgabe in dieser Woche. Wir starten mit Lolli Lus, ja, aber in seinem zweiten Account Lollipop im IS, Härtungansetzer Turbolader, der Tier 7 russische schwere Tech-Tree-Panzer. Und ich glaube, so wie das aussieht, ist das hier auch die 122mm-Kanone, wie immer mit dem wunderbaren Replay-Bug, dass ich hier die Lampe schon anhabe. 175 Standard Pen, 217 Premium auf der APCR, 390 der Alpha, 0,46 Ungenauigkeit bei 3,4 Sekunden Einzielzeit. Also wenn wir eine Brawler-Kanone haben wollen, das hier ist eine. Wir haben eine Nachladezeit von 12,3 Sekunden und dafür eine DPM insgesamt von knapp über 1900. 34er Topspeed, 14 rückwärts, 16 PS pro Tonne Leistungsgewicht. Wir haben 6 Grad Gun Depression, wir haben 1230 Hitpoints. Wir haben 350 Meter Sichtweite. Wir sind also ziemlich blind. Er fährt hier nicht auf die Heavy Lane, denn er will sich ja nicht mit dem Löwe und einem BZ oder was ist da noch, CDT, ist nicht nur das Problem, aber er will sich ja nicht rumkloppen mit dem, sondern er fährt hier in den Süden und schaut, dass er hier seine Arbeit verrichten kann und hofft natürlich... Entschuldigung, dass er hier ein bisschen auf Schaden kommt. Im Moment der VK da unten drin, da kommt der Buras, da könnte man fast die HE umladen, aber er hat keine Intuition drauf. Dementsprechend erstmal, ja, reingebatzt in den Buras. Der erste Schuss geht vorbei, das ist wichtig. Der zweite Schuss vom Buras, der bounce und damit ist der Buras hier im Grunde, ja, ein bisschen unter Druck, würde ich sagen. Der fährt hier zwar nochmal eine Runde, aber mehr als eine Granate sollte er hier nicht mehr reinbekommen. Sehr gut. Jetzt hat er den nächsten Kollegen, der Junu, der da aber auf den Radpanzer drauf will. Aber was soll's? Wir batzen hier einfach weiter. Wir sehen auch, es ist eine Begegnungsgefechtsrunde. Das heißt, der Cap-Punkt ist in den Industriehallen. Deswegen läuft der Cap hier auch schon. Was ist das denn hier? Aber die Action läuft hier im Süden. So, Junu ist raus. Die Su-130 denkt, dass sie hier easy going mit AP in die Seite des IS reinbatzen kann. Und was passiert? Sie bounce da einfach nur oder zieht ihm die Kette. Lollipop kommt hier in die Flanke. Die Su ist unter Druck. Er kriegt Unterstützung vom Pantera und vom KV-1S. Und ist hier mal eben locker flockig schon auf 2300 Schadenspunkte. Und die Runde läuft noch. Die Runde läuft noch. Hallo, lieber Skorpion. Schade. Das hätte doch mal ein schöner Snapshot werden können. Aber hey, bisher lief es hier wirklich gut. Jetzt den... Eieieiei, den Schuss in den Skorpion wieder nicht getroffen. Daran sehen wir, wie anstrengend diese Kanone sein kann. Das Gute ist, dass der Skorpion G sich nicht auf ihn konzentriert. Ah, doch, jetzt schon. Er dreht den Turm, er drückt ab und kriegt hier die 432er Kelle reingedrückt. Ja, das ist wieder mal so ein Montags-Skorpion G, genauso wie meiner. Denn wir wissen ja, Skorpion G 490 der Alpha. Okay, das war ein sehr motivierter Schuss. Ja, da hat der Skorpion G auf jeden Fall den übelsten Low-Roll hingelegt. Es sind noch eine Minute. Kommt er an den Jagdpanzer ran? Jawohl! Und hier ist die Kanone dann auch wieder auf seiner Seite. Und jetzt bedarf es hier natürlich eines Spottings. An den Tiger kommt er nicht ran, aber irgendwo ist da noch dieser Sherman. Da liegt höchstwahrscheinlich, oder steht höchstwahrscheinlich irgendwas im Weg. Aber dadurch, dass der Tiger jetzt rausgefahren ist, sollte das rein vom Cap-Punkt... Jetzt ist er wieder reingefahren. Sollte es vom Cap-Punkt kein Problem sein, würde ich sagen. Erstmal den Löwe. Schön ins Heck. Ja, Geduld. Der kommt schon nochmal. Der Löwe kommt schon nochmal. Oder er geht einfach raus. Und dementsprechend können wir uns jetzt hier weiter Richtung Cap beschäftigen. Hallo Challenger. Hallo Sherman. Snapshot trifft nicht. Da ist der Tiger. Winkel ein bisschen verändern.
Jetzt muss sein Team da mal ein bisschen arbeiten, denn es stehen nämlich schon drei Leute im Cap. Sehr gut, da kommt ein Decap. Der Snapschuss auf den Challenger trifft wieder nicht. 24 Sekunden, nochmal ein kleiner Decap. Aber der Löwe, Quatsch, der Tiger ist schon im Decap. Jetzt muss erstmal der Sherman hier dran glauben. Sehr gut, damit haben wir jetzt wieder über eine Minute Zeit. Der Challenger hat geschossen und er geht jetzt hier einfach rein. Hallo, mein Freund. Gut, dann gibt es nochmal den Decap auf den Tiger. Der geht damit auch raus. Und jetzt haben wir hier noch einen Full-HP-Challenger, der erstmal bounced. Der Challenger müsste eigentlich keine großen Probleme hier mit ihm haben, wenn er die Top Gun hat. Aber er stellt sich hier nicht unbedingt gut an. Er zieht ihm die Kette. Lollipop repariert. Kann ihn nochmal einen schönen High-Roll hier reinsetzen. Fängt sich jetzt nochmal einen Schuss, genau, kriegt das Moonlager gezogen, aber hey, wir rammen ihn einfach ein bisschen. Jetzt dauert es natürlich länger, aber die Art, die kommt hier auch noch mit. Was für eine, also was für ein Durcheinander war das denn jetzt bitte? Er schafft es da, den Challenger rauszunehmen und die Art, die hier mit Splash Damage schickt ihm hier in die Garage, geht aber dann selber. Ich weiß gar nicht, da muss er jetzt irgendwie Auge im Auge gewesen sein. Geht dann selber noch raus und sie gewinnen hier die Runde. Auge um Auge war es nicht. Die Art hier ist dann wohl durch jemand anderen rausgegangen. Aber es gibt das Panzerass, es gibt die zweite Gunmark, es gibt den Defender Großkaliber Top Gun für 6 Kills. Insgesamt sind es 7. 4.474 Basis, 1.778 Erfahrungspunkte. Nee, 4.474 Schadenspunkte, 1.778 Basis. So rum ist es richtig. Und jetzt gucke ich mal kurz auf die FV-RT. Destroyed by Lollipop. Doch. Hä? Jetzt muss ich mal gucken. Können wir sehen, wer Lollipop rausgenommen hat? Destroyed by Bob, bla bla bla. Bob 1, 2, 3, 4, 5. Und Bob 1, 2, 3, 4, 5 ist die Artillerie. Warum gibt es da kein Auge im Auge? Doch, gibt es. Oh Herr, du müsstest einfach nochmal richtig gucken. Guten Morgen, lieber Oh Herr. Da ist doch Auge im Auge. Meine Herren, ey, was ist denn heute los? 580 Support, 1455 an der Panzerung nicht durchgegangen. Insgesamt fast 70.000 Credits plus und 4.001 Erfahrungspunkte. Wir machen weiter in der zweiten Runde mit Dufftin in einer Top-Tier-Runde gegen Tier 7 gespielt im Chieftain Proto. Er hat das System zur Verbesserung der Beweglichkeit eingepackt, den Ansetzer mit Ansetzerdirektiven und den Stabilisator plus Premium-Verbrauchsgüter. Ich frage mich gerade, was Dufftin so vorhat, ob er gerade auf dem Gunmark-Grind mit ihm ist. Aber das Thema Ansetzer und auch Stabi kann ich verstehen, denn im Gegensatz zum Conqueror ist die Kanone schon sehr kartoffelig hier auf diesem Tier 9 Premium Heavy Tank bei den Briten. 262 Standard-Pen, das ist APCR. 310 die Heat, Entschuldigung, 310 auch die APCR. 400 Alpha, das ist typisch britisch. Wir haben 120 Durchschlagsleistung auf der HE, beziehungsweise das ist dann, vermute ich mal, eine Hash. Ich guck gerade mal. Ja, es ist eine Hash bei 515 Alpha. Die kann man also wunderbar gegen 7er einsetzen oder vielleicht auch gegen manche 8er. 0,37 Genauigkeit, 2,7 Sekunden Einsehzeit, auch die Softsets, wie schon gesagt. Sie sind kartoffelig und er macht hier gar keine Gefangenen. Er ist hier aggressiv am Pushen auf der K-Linie. Das ist sehr, sehr wichtig, denn ich erlebe es zu oft, dass diese Linie nicht wirklich bespielt wird. Wir haben einen Reload von 12 Sekunden, damit eine 2000er DPM. Auch das ist nicht wirklich überragend. Wir haben 40 Topspeed, 13 rückwärts, 15,6 PS pro Tonne des Leistungsgewichts. Hallo, lieber Patten the Tank. Lol. Mit der Premium einfach mal nicht durchgekommen. Aber ja, das Problem von APCR ist halt einfach, dass sie eine schlechtere Normalisierung hat. Und hier auf die seitliche Oberwanne des IS-3
Gut, das, ja, ist schwierig, sagen wir es so. So, Pat in the Tank. Einfach mal ins Gesicht. Der verschießt hier auch Pat in the Tank. Ist nicht wirklich ein überragendes Fahrzeug. So, IS-3, diesmal ist die Kanone auf deiner Seite. Jawohl, die Kanone ist auf deiner Seite. Schenkst damit der Art hier auch ein bisschen Unterstützungsschaden. Und es geht weiter Richtung Pat in the Tank. Der, ja, und da sehen wir schon das nächste Problem. Der kommt da easy going an deiner Kommandantenkuppel raus. Wir haben 1800 Hitpoints, wir haben 390 Meter Sichtweite, wir haben 10 Grad Gun Depression. Und ja, der Turm. Der Turm ist an vielen Stellen gut, aber gerade im Bereich der Kommandantenkuppel ist er es dann eben wieder nicht. Und irgendwie wird, ja, wird die gerne mal getroffen. Da ist ein kleiner Magnet eingebaut. Und hier haben wir wieder mal die Kartoffeligkeit der Kanone gesehen. Es ist, wie gesagt, keine Conqueror-Kanone. Darauf sollten wir uns nichts einbilden. So, Kommandantenkuppel vom TNH. Sehr schön. Wir sind bei 1600 Schadenspunkten. Und aktuell ist das hier ein ziemlich entspanntes Farmen. Hallo, nochmal der TNH. 432. Schöne Highrolls hier erstmal. Und Duftin robbt sich jetzt hier so langsam nach vorne. Macht hier Druck, IS in die Seite. Der E-75 und der Centurion machen das von der Seite. Und hinter ihm hat er noch einen BZ-176 als Support. Vor dem haben die vermutlich Angst. So, IS nochmal mit einem High-Roll in die Seite. Er ist jetzt ein One-Shot. Und jetzt kann man hier an die nächste Düne sich ranarbeiten. IS geht raus. Und damit sind wir bei 3000 Schadenspunkten. Und wir sehen schon, hier ist Party. Hallo, Patton. Na? Ja, gut, der TNH gibt einen da zurück. Jetzt hat er die halben Lebenspunkte raus hier. Jetzt muss er langsam ein bisschen aufpassen. Da ist der nächste TNH. Der geht zurück in die Garage. So, der AMX da oben, der TD, da kommt er noch nicht ran. CS. Ja, genau. Genau, einfach mal durch den Turm durch. Und die Arti arbeitet hier richtig gut mit. Da geht eine Vipera raus. Der nächste Schuss auf den CS, der bounce dann. So. Oh, hallo. Hallo. Hallo, Saladin. Auf Wiedersehen. Da waren mal ganz schnell deine Lebenspunkte weg. Da hat der BZ auf jeden Fall richtig gut reingebatzt. So, Pat in the Tank in die Kommandantenkuppel. Pat in the Tank in die Kommandantenkuppel. Oder einfach in die Seite. 4-7 Schaden. Es steht 7-6. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Einzige, der hier wirklich was macht, Duftin ist. So, komm nochmal. Links, rechts. Ah, links, rechts, bounce. Aber wir sehen schon, der hat ein kaputtes Moonlager. Der wird nicht so oft kommen. Oder er bleibt da einfach stehen. IKV, lol. Ja. Leider treffen hier diese Schüsse nicht. Er kriegt da mal ein bisschen Spotting Seite an Seite mit dem BZ. So, jetzt wieder der Bounce. Aber ja, das ist die Krux von APCR. Die Bounce dann an solchen Türmen halt ganz gerne mal. Und er pusht hier weiter. Er will ihn jetzt raushaben. Er weiß, dass er immer noch das Moonlager kaputt hat. Und dementsprechend der CS hier nicht wirklich in der Lage ist, den Trade zu machen. Und er schickt ihn zurück in die Garage. Wir sind bei 5500 Schadenspunkten. Und die Runde läuft noch. Es steht 8-6. Sie führen auch gerade mal nur mit 1800 Lebenspunkten. Da ist so eine Tigermaus, da ist ein E75, die 2-7er, der Skoda auch noch. Also noch 3-7er hier. Da ist noch ein bisschen Partymusik drin, ne? So, hallo AMX, der bounced. Geht dann raus. Kill Nummer 6. So, jetzt ein bisschen aufpassen durch die Mitte. Erstmal zugehen lassen vielleicht, ne? Duftin ist hier sehr motiviert. Die Tigermaus, da ist sie. Ja, ich hätte gedacht, sie steht ein bisschen woanders, um noch einen Spot zu liefern. Aber da wäre sie, glaube ich, schon offen gewesen. Hallo, liebe Tigermaus. Die kann natürlich nochmal ordentlich reinbatzen. Und die ist auch panzerungstechnisch durchaus ein Problem hier. Da ist der IKV. Das ist ein One-Shot. Ja, HE vorgeladen. Sehr schön. Geht raus.
Aber auch gegen den Bless kann man durchaus die HE drinnen lassen. Der Skoda und der gegnerische E75 sind jetzt auf die andere Seite gefahren. Na, mit der HE gegen die Tigermaus wird sportlich. Er lädt wieder oben auf die Premium. Kommt er da noch an die Tigermaus ran? Ja, und er kann den Kill auf die Tigermaus setzen. Das ist Kill Nummer 7. Es sind noch 3 Fahrzeuge da. Da oben ist der Blesk. Wo ist die SU-122-44? Da ist sie. Die hat noch... die hat noch Full AP, wollte ich sagen. Nein, jetzt... jetzt nicht mehr. So, Mr. Blesk. Mit HE. Auf Wiedersehen. Wir gucken noch mal kurz drauf. Die HE hat eine Fluggeschwindigkeit von 1067 Metern. Also die Hash, das ist wirklich gut. Damit kann man das hier auch wirklich vernünftig einsetzen. Und der E75 ist angeblich noch voll. WTF. Okay, das heißt, das sind noch roundabout 2000 Lebenspunkte. Ich weiß nicht, wie viele Hitpoints hat der E75. Werden wir gleich sehen. Irgendwas 2170 sogar. Mit der Härtung, so wie es aussieht. E75 nimmt da die Ketten in die Hand, versucht da zu flüchten. Daften ist ihm auf den Fersen. Wir machen hier mal doppelte Geschwindigkeit. Versucht er sich jetzt da hinten einzubunkern? Ja, den Schuss zu nehmen wäre jetzt sinnlos gewesen. So, ja, das ist so ein bisschen Ringelpiez mit Anfassen hier. So, nochmal Spotting, weil die Arti schießt. Hallo, Schuss Nummer 1. Der Bounce, das ist sehr gut. Dementsprechend hat er hier den Reload-Vorteil. Und der E75 ist auch abgelenkt vom ELC. So, Schuss Nummer 2 in die Unterwand. Er kann ja nochmal einen Schuss fangen vom E75. Auch der hat ein kaputtes Munitionslager. Und dementsprechend muss er hier gar nicht groß Angst haben. Und der Prochetto nimmt ihn hier am Ende raus. Es bleibt bei 8 Kills und knapp 7000 Schadenspunkten. Die Auswertung zeigt uns ein Panzerass, die Radley Walters Großkaliber Top Gun für mindestens 6 Kills. Es sind 6944 Schadenspunkte, 8 Kills, 1728 Basiserfahrungspunkte, 1400 gebounced, 555 Support. Und mit Premium-Account und den Boni, die es hier gab, sind es, trotz dass es ein sehr hoher Einsatz der Premium-Munition war, sind es 114.000 Credits raus, sogar fast 115.000. Tagessieg, weitere Boni sichern ihm hier 6610 Erfahrungspunkte. Zwei sehr schöne Replays. Wenn ihr selbst Replays habt, die ich hier kommentieren soll, dann könnt ihr mir die gerne schicken, entweder über meinen Discord-Server oder meine E-Mail-Adresse. Beides findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr kleinere Ausschnitte aus Replays habt, so kleine Easter Eggs, schöne Ammo-Racks, schöne Ram-Kills etc., dann könnt ihr mir das auch schicken. So kleine 20, 30 sekündige Schnipsel, die ich als Easter Eggs an die Enden der Videos schneiden kann. Schickt die mir auch gerne. Das ist sehr, sehr cool. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt Gmonfin, Kulle, Kürtano, Carbine, Rico, Roblitz und Jan VG. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.